Hi Leute, herzlich willkommen zum nächsten Adventskalender-Türchen. Ich baue in 24 Folgen ein Weihnachts-Winter-Diorama-Schwibbogen. Und heute geht es mit der Begrünung der Grundfläche weiter. Das heißt, heute kommen hier Büsche und Pflanzen drauf. Und dazu habe ich mir eine sogenannte Wildgras-Foliage besorgt. Und Grasbüsche. Wie immer verlinke ich euch das auch unten in der Videobeschreibung. Das hier ist 20 x 23 cm groß, werde ich bei Weitem nicht brauchen. Habe ich auch bisher noch nie mit gearbeitet. Achso, und hier, das habe ich vergessen. Und Moos. Deko-Moos, also so Moosflechten habe ich mir besorgt. Damit habe ich schon viel gearbeitet früher. Hiermit noch nicht. Ich bin gespannt, wie sich das verarbeiten lässt. Hier werde ich auch, ich denke, relativ wenig benutzen. Ich weiß es noch nicht genau, weil so große Büsche möchte ich da jetzt eigentlich gar nicht drauf machen. Werde ich dann sehen. Ich fange jetzt zuerst mit den Grasbüscheln und mit der Foliage an. Die Grasbüsche, das sind so einzelne Büsche aus längeren Fasern. Und diese Foliage, das ist so ein Gewebe. Aufkleben tue ich das Ganze wieder mit dem Leim, den ich mir angerührt habe. Wenn der zu dünn ist und nicht funktioniert, dann nehme ich ganz normalen Holzleim, unverdünnt. Den Kleber werde ich mit dem Pinsel auftragen. Kleber drauf. Das überzeugt mich noch nicht hier. Ich glaube, dann nehme ich lieber den unverdünnten Kleber. Mit unverdünntem Kleber geht es besser. Bei YouTube sah das alles so einfach aus. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle hier. Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen durch den Kleber so ein bisschen anlösen lassen. Dann lässt es sich eigentlich schön modellieren. Man muss sie aber so ein bisschen anziehen lassen, dass der Kleber, mit dem die hier drin verklebt sind, so ein bisschen sich anlöst. Und dann kann man das wunderbar modellieren. Da kann man es so ein bisschen in die Breite drücken, dass das halt einfach nicht so aufgesetzt aussieht. Dann nehme ich jetzt diese Foliage. Die zerreißt man jetzt einfach. Und dann kann man die noch so ein bisschen ausdünnen, so wie man es halt haben will. Dann streicht man den Bereich, wo die hin soll, mit Kleber ein. Und dann klebt man die einfach drauf. Genauso wie beim Verkleben von der Wiese wird natürlich der Kleber dann durchsichtig. Und das Weiße, was man da jetzt durchschimmern sieht, das sollte dann verschwinden.
So wie bei fast jedem Kalendertürchen bisher muss das nun trocknen. Und morgen gibt's das nächste Türchen.